Am Zwickauer Rathaus haben die Sternsinger am Donnerstag Station gemacht. Sie brachten den traditionellen Segen über der Eingangstür an und sammelten Spenden. Das Geld kommt alljährlich wohltätigen Zwecken zugute. Mit den gesammelten Spenden lässt sich weltweit etwas bewegen. Im vergangenen Jahr war das Beispiel Land Kenia. Das Geld sollte helfen, den Kindern Bildung zu ermöglichen. Also deutschlandweit kamen etwa 46,8 Millionen Euro zusammen. Und das waren im vergangenen Jahr etwa 600.000 Euro mehr als das Jahr davor. Die Sternsinger der Stadt Zwickau sammeln über 10.000 Euro im Jahr. Und so auch diesmal. Die Kinder gingen mit ihren Spendendosen herum und wussten dabei ganz genau, welches Leid damit gelindert werden soll. Beispielland ist diesmal Indien und es geht um ein Thema, über das in der westlichen Welt jeder nachdenken sollte, die dort vorherrschende Kinderarbeit. Und dort ist es so, dass viele Kinder ja nicht in die Schule gehen, weil sie ja eher arbeiten müssen, um ihre Familie mit zu ernähren. Und wenn man weiß, dass unsere Kinder früh in die Schule gehen können und am Nachmittag Freizeit haben und dort gehen die Kinder früh auf Arbeit bis in den späten Nachmittag, vielleicht sogar auch in den Abendstunden und nicht mal ein Hobby haben können und auch nicht schreiben und lesen können und rechnen können. Mit diesem Missstand hängt gerade das Konsumverhalten in der westlichen Welt eng zusammen. Wer ein neues Kleidungsstück für deutlich unter 10 Euro kauft, kann ziemlich sicher sein, dass Kinder an der Herstellung beteiligt waren. Genau, ich denke mal, unser Kaufverhalten ist hier etwas ganz Entscheidendes, wie wir damit umgehen. Denn wenn in einem T-Shirt drin steht, dass es in einem anderen Land gefertigt wird, kann eben, wie gesagt, auch von Kindern hergestellt sein und dass es eben mit Fernmitteln für unser Kaufverhalten eine ganz wichtige Rolle ist. Nicht nur auch bei Klamotten, das geht weiter. Die Kinder bringen dann ein Beispiel eines Fußballs oder auch von Schmuck, was wir ganz preiswert irgendwo kaufen können. Und das ist, denke ich mal, ja auch entscheidend. Und wenn man weiß, dass weltweit 60 Millionen Kinder für uns arbeiten, dass es uns in Europa gut geht, das ist, denke ich mal, eine Zahl, die uns wirklich hellhörig machen lässt. Wir kommen daher aus dem Morgenland. Die Spendensammlung, das Singen von Liedern und das Anbringen des Segens waren für die Kinder der Abschluss der diesjährigen Aktion. Doch mit dem Thema haben sie sich schon länger beschäftigt. Ja, wir haben dazu gesprochen und haben darüber auch uns einen Film angeschaut. Und ein sehr guter Initiator oder der auch dieses Ganze trägt, der drei Königssternsinger-Aktion, ist Willi Weichsel, den Kindern immer bekannt durchs Kinderfernsehen. Und der also wirklich auch in die Länder und in die Orte vor Ort fährt, um den Kindern das auch noch mal nahe zu bringen. Und nicht nur zu erzählen davon, sondern auch noch mal das in Wort und Bild zu sehen. Das Zwickauer Rathaus hat nun den Segen. Für die Kinder in aller Welt, die tagtäglich ihre Familien ernähren müssen, wäre es ein Segen, wenn dieser Missstand ein für alle Mal beseitigt werden könnte.